Festung Europa das meint, dass die EU eine Festung gebaut hat an den Außengrenzen, damit keine Flüchtlinge mehr hineinkommen. Das ist natürlich so nicht möglich. Menschen werden immer kommen. Aktuell ist es so, dass sehr, sehr viele auf den Kanarischen Inseln landen. Heuer waren es schon 17.000. Aber es wird halt immer schwieriger für Migranten und Flüchtlinge. Nämlich sowohl auf der Landroute als auch auf dem Mittelmeer sogenannte illegale Pushbacks. Und dabei werden Menschen, die versuchen, in Schlauchbooten zum Beispiel die griechischen Inseln zu erreichen, zurück in türkisches Gewässer gedrängt. Und die griechische Küstenwache tut das seit Jahren. Und jetzt ist eben auch Frontex beteiligt. Das ist die Europäische Grenzschutzagentur und im Profil wurden Dokumente zugespielt, die darauf hindeuten, dass der Frontex-Chef persönlich versucht hat, Berichte über solche Pushbacks unter den Tisch zu kehren. Es ist jetzt auch ungerecht, alles auf Frontex zu schieben oder auf Griechenland, weil die Frontex tut eigentlich auch nur, was die Politik verlangt. Also es baut eben die Festung Europa auf und sorgt dafür, dass keine Flüchtlinge kommen. Die EU betreibt seit Jahren eine Abschottungspolitik, um den Menschen zu suggerieren, dass sie nicht erwünscht sind und dass es in Europa auch nicht besser ist als dort, wo sie herkommen. Prinzipiell kann man sagen, alle, die an den Außengrenzen sind, beziehungsweise auch darüber hinaus. Also Griechenland macht es, Spanien, Kroatien, Slowenien, auch aus Österreich gab es jetzt einen Fall, wo es heißt, ein Mann wurde zurückgeschoben nach Slowenien. Das ist die Balkanroute, also Österreich, Slowenien, Kroatien und dann zurück nach Bosnien. Findet auch ganz schreckliche Gewalt statt gegenüber Flüchtlingen. Die werden geschlagen, misshandelt, denen werden die Handys weggenommen. Ob es jetzt Tote gibt bei diesen Manövern, das weiß man nicht, weil es ja keine Berichte gibt über diese Pushbacks oder sehr selten. Es ist so, dass es eigentlich immer einen Bericht geben muss, wenn Frontex etwas hört, was die Grundrechte verletzen könnte. Das heißt, es sollte eigentlich viel mehr Berichte geben, aber es werden offenbar viele unter den Tisch gekehrt. Also Frontex versucht das zu verhindern. Diese Pushbacks, die gibt es seit Jahren. Das ist seit Jahren belegt. Früher hat Frontex das auch zugegeben. Neu ist dabei, dass die EU-Kommission sich jetzt einmischt. Die hat bisher immer weggeschaut. Aber die EU-Innenkommissarin, die hat jetzt Fragen an Frontex-Chef eingereicht, wo es eben unter anderem um die Vertuschung von diesen Berichten geht. Und die muss er jetzt beantworten. Frontex ist jetzt keine Polizei, weil die EU ja auch kein Staat ist, sondern eine Agentur, die hauptsächlich koordiniert. Die gibt es noch gar nicht so lang, seit 2004. Und Frontex ist eine EU-Institution, ja, und hat die Aufgabe, die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, ihre Außengrenzen zu kontrollieren. Sie hat eigene permanente, ständige Beamte und bekommt aber auch gewisse Kontingente von den Mitgliedstaaten zugewiesen und arbeitet dann eben dann mit Sicherheitskräften vor Ort zusammen. Missionen hat sie überall. Im Mittelmeer, also überall, wo es Fluchtrouten gibt. In Spanien, Griechenland, Italien, Malta, Kroatien, Ungarn. Finanziert wird sie durch den EU-Haushalt natürlich, es ist eine EU-Institution. Und sie koordinieren aber nicht nur den Grenzschutz, sondern trainieren auch Sicherheitskräfte.
nationale Sicherheitskräfte. Es gibt Risikoanalysen, sie sind in der Forschung beteiligt zum Thema und sie helfen auch bei den Rückführungen von abgelehnten Asylwerbern. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, Frontex soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden, soll mehr Gelder bekommen. Und jetzt nach vermehrter Kritik fragen sich viele, ob die Agentur überhaupt dafür geeignet ist und überhaupt mehr Macht und mehr Mittel bekommen sollte, wenn sie in illegaler Manöver beteiligt ist.